Unsere Themen für heute. Unendlich viele Mailadressen für jeden. Plus Addressing endlich aktiv. Learning by Gaming. Neues kostenloses Lernangebot angekündigt. Microsoft wurde gehackt. Müssen wir uns Sorgen machen? Und Windows Hello for Business. Kennwortlose Anmeldung wird besser. Hallo, ich bin Thomas und hier sind die Itelio Cloud Uncovered News. Bei uns gibt's jede Woche die neuesten Cloud News. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr hier abonnieren. Und jetzt geht's los. Unter Plus Addressing versteht man bei E-Mails eine Funktion, mit der Anwender sich selbstständig neue Unter-E-Mail-Adressen generieren können. Mit diesen Unteradressen können Mails empfangen werden, aber nicht versendet. Das funktioniert folgendermaßen. Angenommen, ich möchte mich bei einem Newsletter der Firma Example Corp anmelden, habe aber Angst, dass ich in Zukunft viel Spam von diesem Anbieter erhalte. Meine normale Mailadresse lautet max.mustermann@beispiel.de. Jetzt gebe ich als Empfangsadresse max.mustermann plus newsletter-example@beispiel.de ein. Die E-Mails an diese Plus-Adresse landen ganz normal bei mir im Postfach. Wenn aber zu viel Spam an diese Adresse geht, richte ich mir einfach eine Posteingangsregel ein, die alle Mails an diese Plus-Adresse verwirft. So bleibt mein Postfach sauber und ich muss mich nicht ärgern. Diese Funktion gibt es im Exchange Online schon länger. Allerdings musste sie bisher explizit von einem Admin aktiviert werden. Ab Ende April wird es für alle Organisationen standardmäßig aktiviert. Wollt ihr das bei euch nicht hernehmen, müsst ihr die Funktion also manuell deaktivieren. Ich sehe dafür aber eigentlich keinen guten Grund. Ich nehme das Feature gerne her, wie ist es bei euch? Wusstet ihr überhaupt, dass es das gibt? Schreibt es mir in die Kommentare. Ab März können Studierende, SchülerInnen und Lehrende spielerisch in die Welt der Microsoft Cloud-Technologien eintauchen und sich dabei für die eigene Zukunft qualifizieren. Außerdem besteht über Train-to-Trainer-Sessions die Möglichkeit, neue spielebasierte Methoden und Ansätze kennenzulernen. Mit den kostenlosen Angeboten wollen der IT-Distributionspartner ADN und Microsoft Einstiegshürden minimieren und junge Menschen für IT begeistern. In insgesamt 9 Trainingseinheiten können Interessierte praxisnahe Einblicke in die Microsoft Cloud erhalten. Dabei geht es sowohl um bekannte Services wie Microsoft 365 und Azure, als auch um Themen wie Architektur, Datenbanken und KI-Grundlagen. Die Trainings sind aufgeteilt in 5 Grundlagensessions und 4 vertiefende Einheiten. Die Trainings sind alle vollständig kostenlos. Dazu gibt es dann sogar noch Prüfungsgutscheine, damit die Teilnehmer sich direkt für die neu erlernten Technologien zertifizieren können. Wie genau die Termine ablaufen und wie ein Learning by Gaming, wie Microsoft es nennt, aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Die Trainings finden jeweils in Echtzeit statt, sodass auch Fragen gestellt und beantwortet werden können. Die Sessions finden jeweils über den ganzen Tag statt. Für die 5 Grundlagensessions ist man also eine Woche Vollzeit beschäftigt. Beginn des Ganzen ist am 28. März. Die genauen Daten sowie den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung. Die Hackergruppe Lapsus hat am Dienstag eine Datei veröffentlicht, die angeblich Quellcode von Bing, Bing Maps und Cortana enthält. Dabei soll die Datei 90% des Sourcecodes von Bing Maps und ca. 45% von Bing und Cortana enthalten. Microsoft hat bestätigt, dass ein Konto mit Zugriff auf diese Dateien kompromittiert wurde. Die Datenexfiltration wurde nicht bestätigt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die auch stattgefunden hat. Es gingen keine Kundendaten verloren. Laut Microsoft würde auch der Verlust des vollständigen Source Codes kein Sicherheitsrisiko bedeuten. In einem ziemlich interessanten Blog-Eintrag wird beschrieben, wie die Hacker normalerweise vorgehen. Lapsus hat in den letzten Monaten bereits Firmen wie Samsung, Nvidia, Ubisoft oder Vodafone ins Visier genommen. Den Blogpost findet ihr in der Infobox. Auf PCs und Laptops ersetzt Windows Hello for Business Kennwörter durch eine sichere zweistufige Authentifizierung auf Gerätebasis. Diese Authentifizierung verwendet spezielle Anmeldeinformationen, die an ein Gerät gebunden sind, und ein weiteres Merkmal wie Biometrie oder eine PIN. Windows Hello ist einer der größten Schritte auf dem Weg zu einer passwortlosen Strategie im Unternehmen. Wenn Benutzer ihre Kennwörter nirgends eingeben müssen, besteht auch keine Gefahr, dass sie gefischt werden oder ihre Kennwörter vergessen. Über Windows Hello for Business können sich Benutzer, ohne ihr Domain-Kennwort eingeben zu müssen, bei verschiedenen Diensten anmelden. Das umfasst Active Directory-Logins, Anmeldungen an Microsoft-Konten, Azure AD-Logins und sonstige Dienste, die die FIDO 2-Authentifizierung unterstützen. Bisher war es recht aufwendig, Hello for Business im Unternehmen einzuführen. Es gab 2 Varianten, entweder die zertifikatsbasierte Authentifizierung oder die schlüsselbasierte Authentifizierung. Beide setzen einen komplexen Verteil- und Einrichtungsprozess voraus. Jetzt neu ist das Hybrid Cloud Trust Deployment in der Preview. Die Cloud Trust setzt dabei direkt auf Azure AD Kerberos zur Authentifizierung von Benutzern. Damit werden einige der bisher doch recht aufwendigen Aufgaben beim Einrichten reduziert.
Unter anderem wird keine eigene Zertifizierungsstelle mehr in der lokalen Umgebung benötigt. Die Verzögerung, die oft auftrat, während öffentliche Schlüssel zwischen Azure AD und On-Premises Domain Controllern synchronisiert werden, gehören auch der Vergangenheit an. Die technischen Voraussetzungen für den Cloud Trust sind die folgenden. Mindestens Windows 10, 21 H2 oder Windows 11. Domain Controller auf Server 2016 oder neuer. Clients und Server sind jeweils auf dem aktuellen Patchstand. Geräteverwaltung über Gruppenrichtlinien oder Intune bzw. ein anderes MDM zum Aktivieren von Windows Hello. Im Großen und Ganzen hat sich also bei den Voraussetzungen im Vergleich zu Schlüssel- bzw. zertifikatsbasierter Authentifizierung nicht allzu viel geändert. Obwohl es noch in der Preview ist, wird Cloud Trust schon jetzt von Microsoft als bevorzugte Variante bezeichnet. Das lässt darauf schließen, dass der offizielle Release nicht mehr lange auf sich warten lässt. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr hier abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Itelio Cloud Uncovered News. Bis dann!